Also ich meine, die haben jetzt überhaupt nichts gesagt, genau. Und wie Sie das einschätzen? Ja, die heutige Zeugenvernehmung mit zwei Verantwortlichen zur Operation Kloteig war für uns sehr unerfreulich. Wir haben ganz konkrete Details nicht erfahren, wo der Abgriff stattfand, wie er organisiert war, mit welchen technischen Mitteln er dann auch realisiert wurde, was die rechtliche Grundlage war, alles für uns zentrale Fragen. Daneben altbekanntes zum BND. Ich sage mal zusammengefasst, fehlende Dateienanordnung, die irrige Vorstellung, dass Auslandsverkehr nicht grundrechtsgeschützt ist und ähnliches mehr. Und dann natürlich die große, ich sag mal die ganz große für uns Fehlstelle dort in diesem Dienst, dass Personen, denen auf Fachaufsichtssicht übertragen ist als Dienststellenleiter, sich überhaupt keine Gedanken zur rechtlichen Grundlage eines Grundrechtseingriffes machen. Da wiederholt sich für uns der Eindruck, den wir auch schon vorangegangen in Sitzungen hatten. Für uns stellt sich natürlich eine weitergehende Frage heute. Wir haben zu Iconal ja doch sehr intensiv auch in öffentlicher Sitzung sprechen können mit Verantwortlichen des BNDs und der Telekom und auch zum Beispiel zur vertraglichen Gestaltung dieses Abgriffs. Und hier wird gemauert, gemauert, gemauert. Was ist der eigentliche Grund? Soll dort etwas verdeckt werden zu dieser Operation? Oder gibt es einen Umschwung in der Bundesregierung noch einmal zu einer weiteren verschärften Gangart gegenüber diesem Ausschuss? Das müssen wir natürlich auch im Fokus dessen, was wir heute Morgen diskutiert haben, jetzt diskutieren. Und wenn es um weitere Operationen geht, die unter diesem Modus hier behandelt werden sollen, werden wir als Opposition auf jeden Fall sagen, dass diese Form der Aufklärung mit uns so nicht geht. Ja, wie beurteilen Sie diese restriktive Politik der Bundesregierung? Also, dass Sie zwar gar nichts mehr im Grunde sagen dürfen? Ja, das ist unerfreulich, vor allen Dingen, weil wir glauben, dass die Bundesregierung auch ein Aufklärungsinteresse haben müsste. Wenn hier schon so Statements kommen zu Beginn, dass eine anlasslose Massenerfassung, Datenerfassung nicht stattfindet, dann müsste man das halt argumentativ und auch tatsächlich irgendwie unterlegen. Wenn das nicht geschieht, dann wird da eben einfach PR gemacht. Also das ist unerfreulich. Auf der anderen Seite, wir haben auch eine Aktenlage und da können wir ja auch eine ganze Reihe von Sachen erkennen. Einige Probleme sind ja hier auch benannt worden, nicht? Wenn der Dienststellenleiter einer Behörde nicht die Rechtsnormen nennen kann, auf deren Grundlage er arbeitet, dann wird da ja ein Problem offensichtlich. Ich will noch mal ganz kurz zu der Geschichte heute Morgen sagen oder vielleicht davor noch. Also erstmal, die Zahlen sind ja heute bestätigt worden, die da in der Presse genannt wurden, im hohen dreistelligen Millionenbereich und das alles ohne Internetdaten. Da kann man mal eine fröhliche Rechnung aufmachen, zu was für Zahlen man dann kommt und dann immer noch in dem Gesamterscheinungsbild viele Außenstellen, viele sozusagen im internationalen Verkehr an vielen Glasfaserknotenpunkten, andere Dienste, die erfassen, da wird im Grunde ein System erkennbar, das doch sehr, sehr problematisch ist. Und wir leisten hier einen Teil der Aufklärung für Deutschland. Insofern entsteht aber vor dem Hintergrund der Unterlagen von Snowden ein Gesamtbild, was sich bestätigt. Das ist mir nochmal wichtig. Und zu heute Morgen wollte ich nochmal sagen, also in aller Klarheit, weil ich das vorhin vielleicht so im Konsens mit 5 Leuten etwas abgemildert gesagt habe. Wir vermuten, dass jetzt Indiskretionen bezüglich dieses einen Projekts irgendwie die nächsten Tage erscheinen und dann im Zusammenhang mit dem Fokusartikel von heute Morgen daraus der Case gemacht wird, dass man eben dem Ausschuss nichts erzählen darf, ohne die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. Und das ist wirklich ein bemerkenswerter Vorgang, wie man hier eben versucht, auf die Arbeit dieses Untersuchungsausschusses, auf die Arbeit des Parlaments irgendwie den Deckel drauf zu legen. Also ich empfinde das als eine harte Provokation und ich glaube, der Deutsche Bundestag darf sich das nicht gefallen lassen, denn sonst wird es sehr traurig zukünftig bestellt sein um die Aufklärungsrechte des Bundestages und die Kontrolle der Dienste. Vielen Dank.